sind wir wieder. Weniger Energie am Steuerbord, Bug. Sie läuft schön ruhig, Mr. Navigator. Wenn uns das Glück hold ist, legen wir ab. Dank unseres Helden. Sie haben sich einen doppelten Anteil verdient, Sir. Gut gemacht. Segel setzen. War mir ein Vergnügen. Segel setzen? Am Tag vor unserer Fahrt sind Geheimnisse nicht länger notwendig. Wir zünden die beiden NX-42-Raketen und lassen uns von ihnen von diesem fürchterlich langweiligen Ort wegtragen. Die Constitution wird in den Himmel schießen und sanft im Ozean landen. Dann sind wir endlich wieder die rechtmäßigen Verteidiger des Atlantiks. Genau, was habt ihr vor? Was habt ihr vor? Ziemlich brillant, nicht wahr? Mr. Navigator, prüfen Sie, ob es funktionstüchtig ist. Wir müssen diese Köter bereit machen für Breitseite. Verteidigen Sie die Constitution bis zum letzten Atemzug. Geben Sie sich zu erkennen. Na. Die 5. Nehme ich die Sniper immer raus. Elende Verräter, Sie bekommen mir nicht. Meinen Sie, das schwächt meine Entschlossenheit? Plünderer versuchen an Bord zu gelangen. Schicken wir sie dorthin zurück, wo sie herkamen. Die 4, glaube ich, war das. Die Kanonen sind bereit. Na, wo ist denn noch einer? Kläre ich mich zum Sieger. Wenn ich mich nicht täusche, bin ich nicht länger allein. Oh. Plünderer versuchen an Bord zu gelangen. Und wir sie dorthin zurück, wo sie herkamen. Die Kanonen sind bereit. Okay, Feuer. Wie viele denn noch? Die Kanonen sind bereit. Ein Gut, sie streichen die Segel. Hey. Wieso feuerst du auf mich? Nein! Nochmal laden. Bitte schmier jetzt nicht ab. Ich weiß nicht, warum der mich jetzt angreift. Also. Ist das ein bisschen? Okay, müssen wir nochmal verteidigen. Weniger Energie am Steuerbord, Bug. Sie läuft schön ruhig, Mr. Navigator. Wenn uns das Glück hold ist, legen wir ab. Dank unseres Helden. Sie haben sich einen doppelten Anteil verdient, Sir. Gut gemacht. Segel setzen? Am Tag vor unserer Fahrt sind wir ja, die Konstitution. Ja, gut. Ambitionen? Was für ein Plan? Was für ein Plan? Ziemlich brillant, nicht wahr? Mr. Navigator, prüfen Sie, ja, ob es um... Was? Bereit machen für Breitseite. Verteidigen Sie die Konstitution bis zum letzten Atemzug. Wer ist da? Geben Sie sich zu erkennen. Ja. Der ist weg. Meine Entschlossenheit? Elende Verräter, Sie entkommen mir nicht! Plünderer versuchen an Bord zu gelangen! Schicken wir sie dorthin zurück, wo sie herkamen! Die Kanonen sind bereit! So.
Na. Na, 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 na. Wo, wo ist... Plünderer versuchen an Bord zu gelangen. Schicken wir sie dorthin zurück, wo sie herkamen. Wir haben ja auch die beste Sichtkarte hier. Die Kanonen sind bereit. Dann aktivieren wir die Waffenstation. Wenn ich mich nicht täusche, bin ich nicht länger allein. Hinterlist ist alles andere als ehrenhaft, Sir. Na, wo bist du? Platine, erkläre ich mich zum Sieger. Der Erfolg dieser über viele Jahre vorbereiteten Aufgabe hängt von den turbopumpten Kugellagern ab. Sie haben das untere Deck erobert. Mitteldeck, bereit machen! Okay, das heißt also, jetzt haben wir da drinnen. Deswegen war einer gespawnt gewesen. Ha! Deswegen. Bin ich ja froh, dass er jetzt uns nicht mehr angegriffen hat. Greife mehrere Feinde an. Haha, jetzt geht's erst richtig los. Aber Rüstung, du hast ihn getötet. Denkst mal, du könntest nicht... Halt. So, halt. Da wollen wir ganz kurz mitnehmen, was wir können. Ne, die Metallrüstung nicht. So, verursachen 10 Punkte Kryo-Schaden und Frierziele. Und Frierziele bei Crit-Treffer ein. Gewicht. Nett. Können wir noch mitnehmen? Sehr schön. Gut. Was wohl Witze? Das Oberdeck muss gehalten werden. Wir dürfen nicht verlieren. Ich weiß nicht, wer da hingekommen seid. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Puh. Oh, komme ich gar nicht rein. Ja, gut. Krieg dich mal wieder in den Griff. Was? Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginnrecht und Ordnung haben sich durchgesetzt. Oh, haben sie schon umgepustet. Okay. Plündern wir ganz kurz mal hier das ganze Zeug weg. Bevor die hier sich verdrücken. Unsere netten Leute. So. Ne, den hatte ich schon geplündert. Den auch. Okay. Das heißt, dann müssen wir hier wieder hochgehen. Ja. Okay, hier war gar nichts. Das heißt, dann können wir hier wieder hochgehen. Sehr schön. Okay. Dann haben wir auch das Schiff geklärt. Mann, waren das jetzt viele Plünderer. Naja, jeder scharf auf neue Hightech-Zeug. So, speichern. Die Enterer wurden zurückgetrennt. Bereiten Sie den Start des Schiffs vor. Wirklich durchziehen. Ziehst du das jetzt wirklich durch? Bald werden sich die Plünderer erneut gruppieren. Nun heißt es jetzt oder nie. Wir brauchen Energie vom Hilfsgenerator, um unsere Reise zu starten. Ich fürchte, ich muss Sie ein letztes Mal um etwas bitten.
So gut wie erledigt. Wo ist der Generator? Im obersten Stock der Royal Arms Apartments. Dort könnten sich Plünderer aufhalten. Seien Sie also vorsichtig. Hier ist Ihre wahrhaftig verdiente Belohnung. Viel Erfolg, Sir. Ja, saugeil. Wir haben Kanonenrohr zum Feuern. Muss man ja nichts zu sagen, oder? Was macht der? 100 Alter Scheiße. 28 Kanonenkugeln haben wir. Okay, Feuerrate 2. Okay, also ist ziemlich langsam, ist klar. Präzision, Reichweite, Gewicht. Gewicht, okay. Ja, nimm. Natürlich. Okay. So. Ich wollte nur mal Bescheid sagen, dass wir angekommen sind. So, du hast noch was. Du auch. Liegen ja ein paar viele tot rum, wenigstens. Ach, wir sind wieder überladen, ja? So wie es aussieht hier. Stimpak. Jagdgewehr. Alles uninteressant. Stimpak. Kugeln. Habe ich den auch schon geplündert? Ja. Den da? Nein, noch nicht. Na, hatte ich schon. So, wohin muss ich jetzt? Ach, das ist der Generator da oben bestimmt auf dem Dach gewesen. Genau. Ja, ich weiß, bin gleich außer Puste. Aber haben es ja gleich geschafft. Noch höher. Hier hoch. Mr. Navigator, fahren Sie den Antrieb langsam hoch. Halten Sie den Antrieb im Leerlauf. Oh. Ahoi, Soldat! Wir sind bereit für unsere Hilfsenergie. Okay. Energie im normalen Bereich. Beginne Countdown. 3. 2. Oh, wollte schon sagen, ziemlich langsam. 1. Mr. Navigator, starten Sie den Antrieb. Verfluchte Sparkasse, wir werden hier nicht länger betäubt sein. Wir sind frei. Okay. Zwei Strich nach Steuerbord. Es hebt ab. Okay. Wir haben es geschafft. Endlich. Der Steuermann meldet, dass wir einen Viertelfaden näher am Atlantik sind. Nach meinen Berechnungen werden wir in gerade einmal einem Jahrhundert den Ozean erreichen. Gute Arbeit. Ja, okay, gut. Ja. Gute Arbeit, Jungs. Habt ihr sehr gut gemacht. Also, muss man jetzt nichts zu sagen, oder? Die ganze Arbeit für das bisschen da jetzt, ja? Damit er nur da oben landet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, warum sind wir denn schon wieder so schwer? Was schleppen wir denn wieder hier rum? Kann ich von der Kleidung her irgendwas? Ne, Kleidung habe ich wieder nicht. Nee, halt. Nee. So. Ups. Nee. Inventar war schon richtig. Was können wir denn da rausschmeißen? Impro-Pistolen, ja, weg damit. Splittermin kann auch weg. Schmeiß ich doch die M14 jeweils weg. Ach, weg damit. Kommt. Lass er fallen. Genau. So. Ja, jetzt haben wir natürlich denen geholfen. Woanders zu parken, kann man sagen. Ey, ist doch. Naja, okay. Roboter halt.
Ja, jetzt haben wir das Gebäude hier frei. Wow, toll. Jetzt steht's da oben. Das ist doch... Okay. Wir müssen mal dahin. Da müssen wir. Die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Einfach da mal hinzugehen. So, durchs Wasser durch. Da hinten entlang. Okay. Mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Vielleicht gibt es eine neue Aufgabe. Ah ne, ich wollte nicht springen, sondern rennen. Ja, wir gehen mal hier kurz entlang. Ach! Ausguck. Sollte ich den Ausguck mal verfolgen einfach? Wohin gehst du, Ausguck? Zeigst mir jetzt am besten einfach den Weg, das wäre am geilsten, ja? Nein? Okay. Dann muss ich mir den Weg selber suchen. Da oben. Siehst du? Schon gefunden. Aber schön gerade mit dem Grafikbug hier so. Super toll. Okay. Okay, irgendwas stimmt da gerade mit irgendeinem Mod nicht. Ich glaube, ich muss den Umgebungsmod wieder deaktivieren. Ja, wir müssen hier hochfahren. Lass das. Aber irgendwas stimmt mit dem Mod nicht, was diese Grafikprobleme macht. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Grünzeug-Mod, also die Optik eben halt, das verursacht. Wenn das so ist, muss ich den wieder runterschmeißen. Muss dann mal später nachschauen. Okay, doch kein Schwein mehr hier was. So. Geht's auch wirklich nur hier nach oben? Nö, nee, da nichts. Auch nichts. Ja, es geht nur hier weiter nach oben, okay. Mal gucken, ob wir jetzt höher kommen oder nicht. Ich will einfach nur gucken, ob wir jetzt noch beim Schiff was machen können. Oder ist jetzt war's. Keine Ausrede, ist einfach wahr. Ja, Waffe können wir erstmal einpacken. USS doch Constitution. Hallo! Hallo, Kapitän! Viele Meter vom Kurs sind an der Z-Achse abgekommen. Ja, das habe ich mitbekommen.